Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Richtig hinsetzen mit Bench. Moment. Willkommen zurück zu Trials Fusion natürlich. Und ich weiß jetzt schon genau, dass in dieser Aufnahme irgendwann mein Telefon klingeln wird. Ich warte irgendwie schon den kompletten Vormittag auf den Anruf. Und ich weiß einfach, dass während dieser Aufnahmesession definitiv dann... Also es war einfach so, ich dachte, Mensch, nimmst du mal erst auf, wenn das Telefonat durch ist. Aber nein, einfach nein. Gucken wir mal, wie lange es dauert. Wir waren stehen geblieben beim Trickmaster und ich befürchte, ich werde jetzt ganz spezielle Tricks machen müssen. Auf Ansage, also an einem bestimmten Punkt, und ich befürchte, ich werde unfassbar failen. Aber gucken wir mal. Also die Tricksteuerung ist echt so ein bisschen so... From the trick displayed on the screen. Ja, okay, cool. Kein Going Up, kein Ruler, ich will ein Superman. Geht in den Underdog. Oh, das war einfacher als geplant. Underdog Flip, okay. Going up. Was muss ich denn schaffen? Das war ein Ruler, verdammt. Okay. Das reicht für eine Silbermedaille? Okay. Wie viel bräuchte ich für Gold? Wahrscheinlich... Boah, 6000 Punkte, okay. Na, gucken wir mal. Ich glaube, das Gold schenke ich mir da, aber... Ja. Ach, nun komm schon. Drecksladen. Going to hell. Oh fuck, das war ein Coffin. Oh, jetzt aber. Gerade noch so. Proud Hero, der war so. Bowen Ruler. Okay, so und dann so. Nee, irgendwie nicht. Okay. Theoretisch braucht man eigentlich auch nur 6 Tricks dafür, wenn man sie zeitig hinkriegt. Going up and underdog, okay. Hallo? Dammit. Da hätte nicht viel gefehlt. Jetzt fahr los! Nein, kein Superman. Proud Hero, du Arschnase. Jetzt steh auf! Ah! Kackscheiße. Also die Steuerung ist wirklich ein bisschen... Nun ja. Going up flip. So. Ne, das war der Coffin. So. Und flip. Und nochmal ein Superman, das finde ich super. Im wahrsten Sinne. Going up flip. Den kann ich jetzt. Ruler plus Superman. Was? Gut, dass das nicht klappt. Nochmal ein Ruler. So, und... da haben wir es. Sehr schön. Ein Proud Hero. Nein. Aufstehen. Jawohl. Und der Underdog Flip. Okay, dafür hat es nicht mal ganz gereicht. Aber hey, Gold. Und unser Motorrad ist durchgebrochen. ein Traum. Ein Traum in Schleiflack. Level 29, sehr schön.
kriegen wir ein Roach Buddy Kit für. Ehrlich gesagt ist mir das Buddy Kit gerade sowas von eine Rille. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann haben wir noch was freigeschaltet. Ich habe ein bisschen Angst vor Master Bounty. Aber, oh Gott, da kommen noch vier Ugras. Und jetzt wird's. Na, das ist alles noch Medium, okay. Und das wird aber wahrscheinlich schon schwer sein hier, oder? Skill Showcase. Ja, das ist alles schon hart dann. Na, mal gucken. Also Medium ist auf jeden Fall noch machbar. Gerade so fetzige Wälder habe ich Bock drauf. Ich kann auf jeden Fall Roach, den meinst du, scheiß Peggy. Wobei, manchmal macht es auch echt Sinn, das langsamere Motorrad zu nehmen. Einfach, weil man dann manche Hindernisse besser nimmt, weil man halt nicht so krass drüber springt. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, wie ein Cannonball geht. Hört mir da gerade so auf. Den muss ich für ganz viele Challenges machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie er geht. Gott, ich hatte vergessen, wie unfassbar scheiße wir aussehen. So. Wow. Okay, das ging ja erstaunlich gut, wollte ich sagen. Das hat niemand gesehen. Today's swim advisory is threat level orange for a high risk of shark bullets. Ich frage mich, wann wir die letzten beiden, das letzte, ich weiß nicht, ein oder zwei Bikes fehlen ja noch. Ich frage mich, wann wir die freischalten. Ja, auf jeden Fall nicht, wenn wir so weiterspielen. Fuck you! Wie soll ich denn da durchkommen? Ich kann mich ja nicht mal ducken. Gut, dass ich nicht bücken gesagt habe. Ich würde hier gleich wieder fehlinterpretiert, wenn ich sage, ich kann mich nicht bücken. Ja, komm. Setz auf mit dem Hinterrad. Das ist doch nicht wahr. Gleiche Problem wie letzte Runde. Nur, dass wir vorher baden gehen diesmal. Und zwar im wahrsten Sinne. Ja. So, dafür kommen wir hier zügiger durch. Das sparen wir uns schon mal bestimmt 5 Sekunden. Jetzt müssen wir nur noch hier vernünftig durchkommen. Nein, na. Na, fuck, da brauche ich echt weniger Power. Darf ich nicht so weit hochspringen? Muss ich echt noch Speed von dem Sprungbrett mitnehmen? Das war ja ganz klasse. Ich hatte das vergessen. Entschuldigung, ich war irgendwie so auf das Teil mit dem Sprungbrett fixiert, dass ich das dann irgendwie völlig außer Acht gelassen habe. Ist aber auch eine miese Stelle, ey. Kann man ja nicht anders sagen. Das sieht bislang nach einer super Zeit aus. Die Frage ist, bleibt es dabei? Ja. Nein, bleibt es nicht. Fuck. Ach, komm schon. Today's swim advisory is threat level orange for a high risk of shark bullets. Okay, das lief auch schon mal besser, aber egal. Hier rüber.
Jetzt fahr, du Kackstulpe. Ich wollte die Leiter hoch. Ich dachte, das geht am besten. Okay, das ist gerade eher so eine mittelprächtige Zeit. Aber das kann alles noch werden. Ich bin ganz zuversichtlich. Bin ich immer, das liegt in meiner Natur. So, jetzt hier ganz langsam hoch und nach vorne gelehnt hier durchfahren. Toll, das reicht nur für Silber. Wie viel brauchen wir für Gold? Wahrscheinlich 40 Sekunden. 39,5. Ich probiere es noch einmal. Ich weiß, ich mache das hier jetzt schon ungefähr die halbe Folge lang. Aber ein Versuch geht da auf jeden Fall noch. Sind wir nämlich hier schon deutlich besser weggekommen. Jetzt müssen wir hier nur gut hochkommen. Das läuft auch soweit. Hier vernünftig. Zack, zack. Hier mit Schwung, aber nicht zu viel. So. Jetzt hier sehr langsam. Und hier. Locker. Locker. Warum habe ich das nicht schon vor 5 Minuten so gemacht? Das ist doch total einfach. Oh, Hilfe. Hey, Level 30, da haben wir jetzt irgendwas freigespielt. Outsider-Upgrade. Na, da gucke ich sogar mal rein. Was wollen die Messages von mir? Ja, blab. Das hätten sie sich auch total schenken können. Oh, du hast jetzt das freigespielt. Und dann nochmal als Nachricht. Oh, du hast jetzt das freigespielt. Ja, danke für den Hinweis. Ich hab's schon beim Level abgelesen, aber naja. Nun komm schon. Entschuldigung, aber das sieht so ultra gay aus. Oh mein Gott, ist das. Also das geht dann halt wieder, aber dieser Daft Punk-Helm dazu ist so... Ah, ein Traum in Schleiflack. Oh ja. Ach, die tragen wir sogar. Oh Leute, das macht mich fertig. Ja, finde ich super. Warum kriege ich da jetzt 2 Nachrichten für? Reach Level 30 und... Upgrade. Ja, toll. Gott, was gucke ich da überhaupt rein? Ich mir total schenken können. Alter, die Track Central, die Strecken mal einfach fast auf 250 angewachsen sind. Ab geht's. Eigentlich möchte ich jetzt erstmal bei der Track Central reingucken, bevor wir jetzt weitermachen. Haben wir da Featured-Strecken inzwischen? Nein, haben wir nicht. Top-Rated Week. Ach Gott, da gibt es Skill-Games und FMX. Ah, das kann man alles machen. Na, ich will mal einen Trial machen. Alter, Extreme auf gar keinen Fall. Aber wobei doch. Komm, wir machen mal Extreme. Ja, na toll, da fehlt mir natürlich das entsprechende Bike für, was ich dafür brauche. Fuck. Ja, klar. Hier ist noch ein Extreme. Mal gucken, was ich da an Bike brauche.
Ich glaube, ich muss wirklich erstmal hier Pit Viper freispielen. Ja, okay. Gehe ich halt raus aus der Tech Central. Ja. Halt raus aus der Track Central. Spiele ich halt erstmal die Karriere weiter. Ist ja okay. Ich hab's ja verstanden. Ihr wollt mich nicht. Ja, gespannt, ob wir die Strecke diese Runde noch schaffen. Oh, mit Blümchen. Hübsch. Mit einer fiesen Kante am Anfang. Alter. Alter, was geht denn hier ab? Ja, klar. Hallo? Also, dann nehme ich den Crash mal mit. Ich glaube, die Strecke. Alter. Au. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich dachte, dass das passt, aber okay. Fuck. Okay, die Strecke hasse ich jetzt schon. All trees in the area are protected. Hugging or kissing them is strictly prohibited. Nicht gedacht, dass ich da so gut rüberkomme. Ja, wie soll ich denn da... Ganz ehrlich, wie... Also... Na, selbst mit dem Bunnyhop ist das richtig assi. Na, geht. Man muss nur wissen, wie. What? Weil ich die Idee ja sehr geil finde. Geh doch rüber. Geh doch rüber. Du willst es auch. Komm, lehn dich nach vorne. Komm. Scheiß auf die Zeit. Ich will einfach nur die Strecke schaffen. Na klar. Wobei, mit dem abgestürzten Flugzeug finde ich ganz geil. Und da sind wir im Ziel. Und das reicht für Silber. Wow, ich bin entzückt. Jetzt möchte ich mal gerne wissen, was wir für Gold brauchen. Wahrscheinlich. Okay, wir können uns 2 Fehler erlauben, müssen aber in 47,5 Sekunden durchkommen. Na, einmal probiere ich das noch. Jetzt weiß ich ja, was mich erwartet. Holla, die Waldfee. Merkt schon langsam, fängt es an, dass es anstrengend wird. Hat ja super funktioniert. Ich schaffe nicht mal mehr den ersten Sprung. Wie traurig ist das denn? Nicht ab so. All jungle-based reality show participants are reminded that your show was canceled last year. Ich dachte, ich probiere das mal so, aber ich glaube, das war. Ach so, dann könnte ich natürlich da gucken, ob ich da hinten auf die 2. Sprungschanze komme. Nein, nicht ansatzweise. Fuck. Okay, dann nehme ich hier doch lieber das erste mit. Oder auch nicht. Gott, warum packe ich das denn jetzt nicht mehr? Das ist doch schäbig. Geht doch. Zieh, Junge. All trees in the area are protected. Hugging or kissing them is strictly prohibited. So, das lief schon mal ausgezeichnet. Ja, das lief auch besser als geplant. Was kam? Ach, jetzt kam. Oh Gott. Jetzt kam der Spaß. Ja, erstmal ein bisschen zurück. Komm, fahr zurück. Wir haben noch keine Zeit. Oh, komm da rüber. Komm da rüber. Boah, war das knapp.
Nein! Aber wir haben ja... Fuck, das schaffen wir niemals in 47,5. Nein, fuck um... Ah, gut eine Sekunde verfehlt. Hätte ich mich nicht gemault, wäre es so super gewesen. Na egal, belassen wir erstmal dabei. Mache ich dann vielleicht irgendwann mal offscreen. Oh, oder ich probiere es in der nächsten Folge nochmal. Gucken wir mal. Puh, Mann, scheiße. Das hätte so gut klappen können. Aber nun gut. Kriegen trotzdem noch $400 dafür, warum auch immer. Muss ich nicht verstehen, oder? Nun ja, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.